Hallo und herzlich willkommen zurück bei einer weiteren Folge von Let's Play Dogger Bayern. Ja, hallo, da sind wir wieder. Und wir sind wieder ganz allein unterwegs, also ganz allein zu zweit. Und, naja, wir sind hier in Ingison. Was heißt das? Wir gehen Bash. Ja. Geht ja nichts. Genau. Nee, ich sehe halt wirklich nichts. Eben. Ist schon ein etwas längerer Tag für uns beide. Wir haben schon beide zwei große Aufnahmen hinter uns und, naja, jetzt kommt halt noch eine. Beziehungsweise, was heißt zwei große, also je eine große mindestens und ja, so ist es halt. Ja, was hast du denn heute aufgenommen, alles? Also ich hatte heute früh Fiesta, eine kurze Folge und dann hatte ich heute Nachmittag nochmal Fiesta. Eine längere Folge, die auch kurz geworden ist. Aber die Folge 900 von Fiesta Online eben, die, ja, zufälligerweise übrigens, habe ich auch erst heute herausgefunden, genau am 24.12. rauskommt. Und ja, war auf jeden Fall eine lustige Kaku. Ja, ich hab's ja schon auch in meinen Dings gesagt, dass ich in eine Kaku gehe. Insofern ist alles gut. Ja. War aber, ja. Wobei, die Folge ist ja dann später draußen. Das heißt, wenn ihr es noch nicht geschaut habt, dann schaut es jetzt oder später. Jetzt. Und ja, da kann man sich bestimmt noch ein paar schöne Sachen anschauen. Bei dem Pack auf dem Kanal. Vielleicht. Bestimmt. Vielleicht auch bei mir. Ja, vielleicht. Was hast du aufgenommen? Was gibt's bei dir special zu sehen? Du hattest ja auch ein paar Leute dabei. Ja, ich habe ein bisschen Edelmod aufgenommen. Also zusammen mit anderen. Da war, glaube ich, auch einer aus unserer Gruppe, den wir für Herr der Ringe ganz normal eingeladen hatten, glaube ich. Da war jetzt bei Edelmod auch mit am Start und am Stissel. Und ja, da haben wir ein schönes 4 gegen 4 Match gemacht. Das ging sehr, sehr lange. Das hat mich echt gewundert. Das ging halt über 7 Folgen, also anderthalb Stunden ging das das Vierer-Match einer gegen alle. Also jeder gegen jeden sozusagen. Jo, ich wollte schon fragen, wer hat gewonnen, aber Spoiler gibt's nicht. Das werdet ihr dann schon sehen müssen. Genau, genau. Ich auch. Ja, genau, das darfst du dir dann auf jeden Fall anschauen. So, und dann hat man nochmal, gut, dann war ich mal ganz kurz bei dir im Channel gewesen und hab ja deine WhatsApp-Nachricht ja nicht gelesen und deswegen sind wir jetzt ja bei einer etwas Late-Night-Aufnahme oder Late-Abend-Aufnahme, wie auch immer, wie man das nennen möchte. Late-Evening. Genau, so Late-Evening. Late-Spät. Late-Spät. Jo, und ja, war soweit auf jeden Fall in Ordnung, war witzig und ja, ich da hab mich gut geschlagen, denke ich. Gut verkaufen können. Aha, hast du aber trotzdem verloren. Ja, vielleicht, ich weiß es nicht, ich spoiler da nicht. Ich hab gut gespielt soweit, aber ob das jetzt zum Sieg gereicht hat, nicht wahr, ich weiß es nicht. Schwierig. Ich auch nicht. Genau, das wirst du ja dann sehen. Kann ich mir gar nicht vorstellen. Ja, richtig, genau. Deswegen schaut es euch lieber selber an, damit ihr euch überzeugen könnt. Und genau. Jetzt gehen wir weiter. Och, so. Mann, du scheiß Flügel. So, wir haben bisher eigentlich wirklich nur über Werbung für unseren Kanal gemacht. Ja, also das ist ja, das ist also eine sehr erfolgreiche Folge bis jetzt. Da bin ich ja ganz zufrieden. wann kam die Folge? Das war die 31. Ne? Also dann würde ich mal sagen, rutsch gut rein und so weiter. Ne? Ja, genau. Die Folge ist schon vorbei. Frohes neues Jahr. Ja, das ist die Folge für den zweiten. Okay, dann frohes neues auf jeden Fall. Entschuldigung. Wir haben das eigentlich letztes Jahr gemacht. War, glaube ich, auch so, ne? Wir mussten ja auch vorproduzieren. Zählt ja alles nicht. Ja, genau. Ja. Bayern war ja gar nicht, glaube ich, ne? Letztes Jahr. Nee, stimmt. Das hatten wir ja erst im Februar, März oder so, hatten wir es ja neu gestartet. Was lief da vorher? Nur Star Wars, glaube ich. Gemeinsam nur Star Wars und eventuell Herr der Ringe, ich weiß es nicht genau. Wie gesagt, regelmäßig von uns beiden gleichzeitig lief nur Star Wars. Bin falsch gerannt. Ja, und ich renne dir hinterher. Jo. Ja, wie immer. Regelmäßig, wie gesagt, lief nur Star Wars. Mal schauen, wie es nächstes Jahr ist. Weil beide Projekte, sagen wir mal, gehen ja schon, man kann es fast nennen, in die Endphase. Mal schauen, was nächstes Jahr da läuft regelmäßig. Wollten wir uns ja über Weihnachten, der Dü kommt ja mal in seine Heimatgegend, da wohne ich auch, eventuell sieht man sich ja mal und dann kann man ja mal drüber verhandeln, was machen wir denn? Genau, so sieht es nämlich aus. Wobei es natürlich heißt, also nicht von heute auf morgen, wir haben ja ein bisschen Zeit, es dauert alles ein bisschen. Aber man muss halt auch sehen, dass man, wenn man sich halt für, keine Ahnung, es wird vermutlich so laufen, dass man sich
So könnte ich mir das halt auf jeden Fall vorstellen, dass man sich auf jeden Fall mal 3 oder 4 Spiele halt auf jeden Fall mal aussucht. Ich bin mir auch noch nicht sicher, ob ich vielleicht auch noch ein bisschen weiterlaufen lasse, aber dann wäre das das zweite Projekt, was eigentlich soweit schon beendet ist, wie bei Dragon Nest, was dann noch weiterläuft auf meinem Kanal. Wird dann halt, wahrscheinlich würde ich dann für mich, meinen Teil auf jeden Fall vielleicht die Asmo-Seite solo bespielen. Aber da bin ich mir noch nicht ganz zu 100% sicher. Muss man mal schauen. Jo, na, ich hatte da ja schon gesagt, nee, weil, naja, ich will denselben Content halt nicht halt nochmal zeigen. Gut, ist nicht derselbe Content, Asmo spielt sich schon ganz, ganz anders. Aber ist halt dasselbe Spiel und, naja. Ich sag mal so, ich hab's ja schon ein paar Mal am Anfang gesagt, ist nicht ganz mein Spiel, ist ein schönes Spiel, aber es hat nie 100% meinen Geschmack getroffen. Das liegt halt aber mehr oder weniger daran, dass ich halt einen anderen Geschmack habe als du. Hat dir das eigentlich so weit gestern gefallen? Was? So mit der Runde, die wir da hatten? Wir ja, es war mal auf jeden Fall was anderes. Ich sag mal so, wenn das jetzt auch so wäre, dass du jeden Tag so eine Runde zusammenstellen müsstest, dass das dann Routine wird, dann geht das auch auf den Sack. Weißt du, was ich meine? Zumal es ist ja so, dass das Erstellen und so weiter, das hat ja eigentlich eine ganze Weile gedauert. Also er spielt jetzt auf die letzten Folgen an. Ja, genau. Und wie gesagt, wir hatten ja bis erstmal die Gruppe da stand, bis es soweit war, dass wir überhaupt rein konnten. Ich bin da vielleicht ein bisschen ungeduldig, aber es hat doch schon ewig gedauert, muss man sagen. Das stimmt auf jeden Fall, ja. Da hast aber ansonsten, wie gesagt, war neuer Content, waren wir noch nie drin und insofern war das auf jeden Fall. So rein vom Prinzip her, aber war es auf jeden Fall keine was Vernünftiges. Das ist genau. Halt, ja, das ist halt so das Game-End-Content-Spiel-Prinzip eigentlich dann so von Eiern. Genau. Dass sich dann halt so darüber Leute sucht oder halt, ja, man halt, keine Ahnung, schon feste Gruppen hat, teilweise vielleicht, weil man die Leute kennt oder dann geht das halt, geht das Ganze, die Gruppensuche halt auch alle ein Stück weit schneller. Und vielleicht halt natürlich auch dann mit der Server-Zusammenlegung, die ja, wie gesagt, dann halt irgendwann kommt. Ja. Aber wollen wir das halt eigentlich im Grunde genommen mal ein Stück weit bewerten? Wie fandest du die Instanz an sich? So das Zusammenspiel mit den Leuten dort drin selbst? Also ich sag mal so, logischerweise, da man dich nicht kannte, hätte man ein bisschen was besser machen können, aber auch von unserer Seite, muss man dazu sagen. Ja, aber ansonsten, ja, wir sind durchgekommen, insofern war es ein Erfolg. Dass ein bisschen Chaos dabei ist, ich sag mal so, das ist gar nicht mal so schlecht, weil ein bisschen Chaos heißt immer, es passiert eben irgendwas, was passieren kann und soll und darf und überhaupt. Okay. So, okay. Und alles, was passiert und passieren kann, weil wie gesagt, jedes Mal, wenn man durchrennt und nicht mal irgendwo Mist passiert, wenn kein Mist passiert, hat man irgendwie Mist. Weil dann ist langweilig. Mist muss sein. Also ich sag mal so, ich habe das eigentlich soweit relativ gemocht, meistens immer, wenn man dann so mit anderen unterwegs war und so. Ja, das Ganze natürlich, das ist ja auch der Sinn. Das ist ja auch der Sinn von Online-Games, genau. Allerdings, ja, wie gesagt, die Wartezeit ist halt wirklich das große Problem. Und wenn das halt wirklich, wie gesagt, durch die Zusammenlegung oder durch einen Steam-Release vielleicht ein Stück weit wieder geändert werden kann, dass die Wartezeiten nicht mehr ganz so krass und lang sind. Und herzlichen Glückwunsch, endlich Dankeschön. 63. Juhu. Wunderbar. Endlich neue halbe Quest oder so. Drauf. Ja, dann ich mach Pause. Wie immer. So, zack. Yo, so okay. Ist es. So, aber wir werden dann auf jeden Fall sowieso dann nochmal auch die kompletten neuen Gebiete, das sind halt auch einfach mal 2 Gebiete halt für 65 einfach ausgelegt, ne? Da werden wir auf jeden Fall auch am Ende des Level Caps sozusagen einfach auch nochmal ein bisschen herumgehen und uns da einfach nochmal die neuen Gegenden anschauen, ein bisschen ein paar Questen halt machen, auch wenn wir vielleicht schon 65 sind. Jo. Und ja, ein paar Folgen werden wir da auf jeden Fall noch zusammenbringen. Dafür. Ja, natürlich. Also, einfach, wie gesagt. Halt auch, einfach um dann halt wirklich auch nochmal, ja, das finde ich persönlich eigentlich an den Online-Games eigentlich dann das Wichtigste und ich finde auch, dass das, ja, und ich finde eigentlich auch, wenn ich jetzt zum Beispiel wirklich nach einem Let's Play halt suche bei YouTube oder sowas in die Richtung, finde ich gar nicht die ersten Folgen gar nicht so interessant eigentlich, weil, gut, da ist jedes Spiel schön, schöne Charaktererstellung, ja, schönes Startgebiet und so weiter und so fort und hast nicht gesehen. Ist nicht jedes Spiel, aber im Normalfall schon. Aber also ich sag mal so, ich mache ja trotzdem der Endcontent halt, ne? Ja. Da sind ja die Spiele dann doch immer ein Stück weit unterschiedlich
Und, nee, sollte ja auch so sein, anders wär's doof. Da sind übrigens, ich kann das Zeug nicht mitnehmen, Stoffhandschuhe. Volles Inventar bei mir aber auch. Ja. Ich hab's auch nicht ausgewählt. Wir haben's vergessen. Na gut, wird eh, wie gesagt, keine Mega-Aufnahme, eventuell rennen wir da hinterher auf nochmal zurück und im neuen Jahr, also für uns im neuen Jahr, für euch sind wir ja schon im neuen Jahr, geht das dann halt ein bisschen anders aus. Mal schauen. So, und ansonsten, ja, man hört es auch manchmal, ruckelt wieder der Sound bei mir, wie das letzte Mal schon. Mag daran liegen, dass der Rechner heute schon wieder ewig und 3 Tage durchläuft. Schaffst du das nicht bei dir? Aber du hast ja so viele, ja, doch. Krass viele Aufnahmen, ja, hast du ja eigentlich nicht gemacht, oder? Ja, eigentlich nicht, aber wie gesagt, lief ja trotzdem eine Weile und der war ja von früh bis spät eigentlich angeschaltet. Ich hätte ihn zwar zwischendurch einfach mal ausschalten sollen, aber okay. Gerade zu einer Aufnahme ist immer günstig, wenn man den mal neu startet, einfach um den RAM-Speicher zu leeren. Ja, das stimmt. Ja, hab's halt vergessen. So, du hättest mich auch mal heilen können. Also, danke. Oh, Entschuldigung, dann brauchst du gar nicht drauf zu hören. Okay, gut. Bist aber mutig. Jo. Sonst schaffst du es ja nicht. Ja, genau. Bist viel zu schwach dafür. Genau, du Lobob. Ja, auf jeden Fall. Ja. Und naja, wie gesagt, natürlich, der Endcontent ist wichtig. Aber ich sag mal so, ich schau mir ja keine Let's Plays von Online-Games großartig an. Ich mache welche, aber ich schaue selber Online-Games selten an. Einfach aus dem Grund, weil da halt, ich guck gerne die Story. Ich will, wenn ich ein Let's Play schaue, will ich gerne die Story mit dabei haben. So ähnlich wie es halt, wie es bei Star Wars ist. Das heißt, Star Wars wäre vielleicht das Einzige, was ich anschauen würde, weil da Story da wäre. Aber die meisten Online-Games ist ja nur wirklich so, wie hier eben, ja, rennst hier rein, nimmst Quest an, rennst weiter. Rennst rein, nimmst Quest also an, nimmst geht's weiter. Genau, genau. Und das ist, ja, ich mach's gerne, ich spiel's gerne, aber wie gesagt, es ist halt immer so eine Sache, wenn keine Story da ist, Ausnahme eventuell Minecraft, weil du da ja trotzdem immer was anderes machen kannst, ja, dem einen gefällt's, dem anderen nicht. Genau, so sieht's aus. Wobei, natürlich kommt da auch immer drauf an, eine fehlende Story kann natürlich auch von einem guten Let's Player einfach durch Themen überquatscht werden oder halt durch 2 schlechte Let's Player wie bei uns beide. Wir finden auch immer irgendwo ein Thema, was wir quatschen können. Zum Beispiel mache ich gerade unsere eigene Playlist schlecht, kann das sein? Wieso? Weil ich sage, ja, guckt sowas nicht an hier, oder ich guck sowas nicht an, weil das schon. Das sieht wohl aus, ich weiß nicht, keine Ahnung. Ja, also wie gesagt, zumindest Online-Games, ich brauch ja nicht lügen, Online-Games gucke ich halt als Let's Play nicht. Stimmt, ich eigentlich auch gar nicht. Gut, ich schaue auch nur wirklich nur sehr ausgewählten Content. Was denn? Wen habe ich denn überhaupt? Ich habe sowas wie Dagi Bee, Bibi's Beauty Palace und Lion habe ich noch in meiner Abo-Box. Ach so, alles klar, dachte ich mir schon. Nein, Quatsch. Nee, das ist natürlich ein Blödsinn. Was schaue ich in erster Linie? Das ist eine gute Frage. Wenn ich dann überhaupt mal dann die Zeit finde, mal ein paar YouTube-Videos nachzuschauen, bin ich meistens immer mal kurzzeitig auf den Kanälen von Dena mal kurz zu finden, aber auch in letzter Zeit gar nicht mehr eigentlich. Kommt halt immer auf die Zeit an, wenn man keine Zeit hat. So, dann eigentlich in erster Linie schaue ich wirklich eigentlich bei meinen LOL-YouTube-Jubern vorbei. Die auch zufälligerweise sogar bei uns teilweise mit dem Netzwerk sogar sind. Und, weißt du, glaube ich, gar nicht, oder? Teilweise, ja. Aber wie gesagt, ich bin ja kein LOL-YouTuber und ich bin auch kein LOL-Spieler. Großartig. Auch wenn eventuell, ich weiß es ja nicht, ein LOL-Video zu sehen war. Je nachdem, wenn wir das mit der Produktion hinbekommen haben, als Special-Video, wo der Dü mir mal ein bisschen LOL beibringen will. Keine Ahnung, müsste ja jetzt schon gelaufen sein, insofern ist kein Spoiler. Guckt mal rein, wenn es denn da ist, wenn es nicht da ist. Entschuldigung, haben wir nicht mehr geschafft. Genau. Aber ich denke schon, dass wir auf jeden Fall zu einem extra Projekt auf jeden Fall noch die Zeit haben werden und wir da noch was finden werden, denke ich. Und geben wir Mühe. Wenn du früh genug aufstehst, dann passt das. Ja, genau. Oh ja, wir haben ja 2 Tage haben wir noch und ja, Ion ist bald soweit fertig vorproduziert und na gut. Ja. Vertraust du mir? Na gut. Glaubst du mir, ne? Nein, weder noch. vor allem ersteres. Definitiv nicht. Schade. So, was haben wir denn hier eigentlich hier? Oh, Hemmende Salve. Achso, ja, ich habe ja abgehabt. Ja, genau. Hemmende Salve, Stufe 11. Ether Revolver Angriff.
Habe ich den irgendwo? Muss ich dann mal gucken? Ich starte halt jetzt schon, ne? Ja. Ich gucke ja inzwischen mal durch hier. Pistolenschuss brauche ich ja nicht, ja, habe ich ja so. Gedächtnismanipulation. Dann kann ich hier rüberlegen. Ne? Hallo? Ja, ist mir schon egal. Ich habe so gesagt, ich mache hier erstmal hier. Du ach kriegst so, das schon so hin. Ach man, dann muss ich ja wieder. Schlimm, der Kerl. Nichts kann man machen. Ja, kein Ziel ausgewählt. So. Zack. Und dem. Ja, freie Sicht auf das Ziel. Ja. So. Keine Geduld, der Typ. Ich guck gerade schön die Skills an und er lässt mich halt nicht gucken. So. Oh. Du hast gerade die Akku, krass. Jo, kannst du mal sehen, wie schnell das geht. Und dabei habe ich Lowy draufgehauen. Oh, ich habe ein Problem. Ja, dachte ich mir schon. Weil ich kenne dich doch. Wie weit ist er runter? Etwas über die Hälfte. Aua! Sollte vielleicht mal rennen. Schon wieder tot. Oh, nee, noch nicht. Ja, das war aber richtig knapp. Ja, ich weiß. Lalalala. Wie weit ist er runter? Fast down. 1-3%. Okay, gut, dann kann ich auch stehen bleiben. Okay. Ja, juhu. Man merkt auf jeden Fall, du hast ganz schön wenig TP. Aber man merkt schon auf jeden Fall, es geht schon, gerade speziell jetzt dieser Boss, der geht schon eigentlich relativ einfach. Und mittlerweile, also am Anfang haben wir ja doch größere Probleme auf jeden Fall gehabt, aber ja, war ja auf jeden Fall ganz gut diesmal und sehr solide und sehr toll. Und ja, und mit dieser Erkenntnis würde ich sagen, verabschieden wir uns einfach mal in die nächste Folge. Freut genau. Uns natürlich, dass ihr wieder eingeschaltet habt und bis zum nächsten Mal. Tschüss, ja, lasst uns da Daumen nach oben oder unten oder ja, Kommentar oder was euch auch immer eingefällt. Bis zum nächsten Mal, bis denn. Tschüss.